Ja Leute, was geht denn da? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder. Und Freunde, ihr habt es euch gewünscht. Ich habe im Stream danach gefragt, sollen wir das machen? Ihr habt gesagt, safe, Bruder. Ich habe mir Golashi Centurion erschwitzt und wir machen ein Fallrückzieher Squad Builder Battle. Und dafür bin ich nicht alleine. Was geht, Tode? Freunde, ich bin auch am Start und Broski sagt mir so, ja, wir machen Golashi Fallrückzieher SBB. Und ich habe dann so Emojis geschickt. Ich dachte, der macht so Spaß, gell? Also Real Talk, ich habe nicht gedacht, dass es ernst meinst. Und ihr habt das Team nicht mal gebaut gehabt bis vor kurzem. Weil ich nicht gecheckt habe, was du jetzt aufnehmen willst. Ey, er dachte, ich verarsche ihn einfach, aber ja. Wir machen es wirklich. Tode hat leider kein Golashi, aber er hat Manuel Neuer, der ja am Ball auch was kann. Und wir machen das so, dass Torwarttore mit Golashi oder Neuer zählen doppelt. Fallrückzieher-Tore mit denen zählen dreifach. Geisteskrank, Freunde. Das wird ein sehr geiles SBB. Wenn ihr diese lustigen Ideen vorher habt, mal so Special-Dinger zu machen, dann lasst ihr auf jeden Fall ein Like da. Ich glaube, das wird sehr lustig. Einfache Torwart, Drops geht raus an EA mit Fallrückzieher-Trade. Finde ich extrem nice. Wir starten direkt rein. Bei Tode gibt es auch eine Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als SBB sehen wollt. Lasst ein kostenloses Abo da. Hier wird es zum Toti wieder richtig geilen Content kommen. Daily Streams, also auch Twitch abchecken. Und ich würde sagen, dann gehen wir rein, oder? Yes, ich bin ready. Okay, dann halt mal den Stürmer und rechten Mittelfeld rein. Okay. Was du denkst, was ich da spiele. Habe ich drin. Let's go. Okay. Ich starte mal mit meinem Stürmer. Und da bin ich direkt mit einer Hero-Karte gegangen. Wir spielen natürlich auf 30 Chemie außerhalb von dem Torwart halt, ne? Also alle anderen gehen auf Fullcamp. Und da gehe ich mit Keen, mit meinem alten United-Star, den Ehrenbruder. Gute World Cup Hero bekommen. Und im rechten Mittelfeld gehe ich auch mit einer neuen Karte. Und zwar Foot Centurion Riyad Mahrez. Schade, ich habe Joao Felix, der ist jetzt frisch zu Chelsea gewechselt und Antoine Griezmann im Sturm. Nice. Hast du echt diesen King, die SBC gemacht, die Hero? Ich habe alle SBCs gemacht, Bro, ich bin überall. Okay. Ich bin überall, ich halt rein. Also, meine zwei Stürmer, wir fangen mal mit den rechten an. Das ist kein geringerer als Pushimi Puskas. Und links gehen wir mit, in Rot gezogen, habe ich mich gefreut, letzte Woche Weekend League Rewards, Antoine Griezmann. Wobei, das war vor kurzem. Stark. Gute Haare auch. Ja. Genau. Ich habe Messi und MVP aufgeschrieben. Okay, sehr gut. Pushi Puskas. Pushi mit Puskas. Guter Mann. Guck mal, sogar gleiche Nation auf Ehre. Auf Ehre mit Gulasch. Okay, Freunde. Zentrales Mittelfeld. Bei Tone muss ich 3 aufschreiben. Tone bei mir auch 3. 2 ZMs, 1 LM. Du kannst reinhalten. Ich bin gespannt. Okay. Ich habe was Geiles gebaut für dich. Ich glaube, du gehst mit Barca. Barcelona. Nee, tatsächlich. Bin in die Serie A gegangen. Okay. Und dann nehme ich mir nämlich den schönen Nationen-Link von Riyad Mahrez mit. Und gehe mit Benoncer. Und dann muss ich ja in der Serie A ein bisschen weitermachen. Und jetzt sammle ich aber hier mal die Sympathiepunkte. Und zwar gehe ich im rechten ZM mit Brozovic und im linken ZM. Ja, natürlich. Mit Ante Rebic, Bruder. Schlag den Ball lang. Mit den Kroaten. Ja, ich bin auch da für dich, Bro. Geil, 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 geil. Okay, das ist cool. Cooles Team. Ich habe Grealish, Gavi und Pedri. Kruzifixe mal. Nice. Richtig. Hast du aber kreativ gebaut auch, muss man sagen. Ey, ich habe wirklich ein cooles Team gebaut. Ich bin gespannt, was du später sagst. Pass auf, im Mittelfeld habe ich auch 3 coole Spezialkarten. Wir fangen erstmal mit dem offensichtlichsten an. Den könntest du haben. Es ist Lemar, der gute Cousin. Hat so eine coole... Klar. Was war das, Champions League-Karte? Dann haben wir Jude Bellingham und rechtes ZM, Reyna, auch so eine coole World Cup-Stars-Icon. Ich hab ein bisschen nachgemacht. Ich habe auch die Barca Boys, Pedri, Gavi und Marquisio. Okay, man denkt so wegen Perfect Link, wegen Full Cam. Ja, ja, man muss ein bisschen auf Chemistry schwitzen. Deshalb, ich habe den Lemar voll vercheckt. Scheiße. Ja, sehr gut. Das schlug. Gut. Bellingham und Reyna. Okay. Außenverteidiger, ich halte zwar als erstes rein, ich habe echt ein gutes Gefühl. Okay, ich glaube, dass dich dein Gefühl täuschen wird hoffentlich. Denn eigentlich ist es nicht so auffällig. Ich habe rechts erstmal Inform Simacon und Linksverteidiger ist Theo Hernandez von AC Mailand. Ja! Hernandez und Dest, Junge, let's go! Da kommt ein Bronzekeeper hin. Den hast du da gedacht, kommt gell? Ein Bronzekeeper. Ja, Hernandez Dest. Ich dachte es mir schon. Okay, ich lasse ihn noch kurz drin und dann richtig. Tue ich ihn später als Bronzespieler ersetzen. Komm, dann bist du dran. Okay. Was hast du denn Schönes? Ja, ich habe nochmal hier eine neue Nationalität reingebracht. Ich gehe rechts mit Dumfries. Und links muss man dann auch mal auf Billo mit einer Goldkarte gehen. Da spiele ich, wo haben wir den guten Mann? Malatia. Malatia, gute Mann. Ich habe Gosens und Dumfries. Ach, scheiße. Zum Glück. Scheiße. Ich habe schon überlegt, so Gosens und dann Rechtsverteidiger von Manchester City zu nehmen. So Walker oder so. Habe ich Glück gehabt. Sehr gut. War es belastend. Torwart? Ich setze auch den Torwart ein. Das wird gut. Meine Neuer wird ein paar Buben schießen. Belastendes Häschen. Okay, ich bin ready, man. I'm ready for takeoff. Okay.
Willst du reinhalten? Soll ich reinhalten? Komm, Broski, ich halte für dich rein, weil ich habe ein gutes Gefühl. Einen Spieler habe ich hoffentlich getroffen, aber ich habe keine neue Liga aufgeschrieben, weil ich keine Ahnung habe, was du da machst. Hoffe ich jetzt einfach, dass es funktioniert hat. Ich gamble so ein bisschen rein, weil nicht jeder diese Karte hat. Ich gehe links mit World Cup Star Ake. Den habe ich mir aus den Tokens gezogen. Und dann gehe ich hier noch auf ganz entspannt, wenn ich es finden würde, in die Ehredivise mit Timber. Mhm. Und im Tor gehen wir mit dem Kollegen, wo haben wir ihn? Pass fair. Nein. Ich habe Van der Sar, Köben. Ich habe so zwei Icons aufgeschrieben. Hast du überhaupt eine Icon im Team? Warte mal. Aber du spielst ohne Icon, gell? Nicht gedribbelt. Ja. Und ich habe Broski, du hast dich selber vorhin verraten. Du hast gesagt, du holst dir alle Spieler. Deswegen habe ich bei Ake zweimal überlegt. Aber Ake ist aufgeschrieben und da kommt ein Broski-Spieler rein. Oh. FF an den Livestream. Hätte ich mir doch mal irgendwie Packs als Dings geholt. Perfekt. Ja. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich ihn jetzt gespielt hätte. Ich merke gerade, bei mir sind richtig viele Spieler noch off-cam, gell? Das wird auch belasten bei mir. Ja, aber ich weiß, wie es macht. Ja? Ja, ja. Hast du was Gutes aufgeschrieben? Ja, ja, ja. Also, Innenverteidiger, 1,5 Millionen Mann oder so, ist der gute alte Lucio. Mann, wenn du jetzt Kohle, wenn du jetzt Lucio aufgeschrieben hast, nicht Kohle, dann vielleicht ein bisschen. Dann haben wir Innenverteidigung zu Theo Hernandez einen Perfect Link. Der wird mir jetzt wahrscheinlich wehtun, aber man muss probieren, Mensch. Das ist der Mann von AC Mailand, Kalulu. Broski, bitte, den hast du nicht, okay? Mach keine Augen, da ist er. Und und Torhüter haben wir Kobel von den guten alten BVB. Ich sag dir ehrlich, es ist so ein kleines Spiegel-SBB, weil wir genau auf den gleichen Positionen jeweils eine Bronzekarte haben. Beide Innenverteidiger, Außenverteidiger, ich hab Kalulu. Okay. Ja, aber Cola noch aufgeschrieben, du hast mich gefirkt, Junge. Ja, okay. Scheiße. Scheiße. Alter, gut, okay, da hab ich noch Glück gehabt, aber ja, haben wir echt die gleichen Sachen, ja? Scheiße. Ey, aber BVB. Hey, aber BVB. Okay, Mirkan, das musst du in den Kontext setzen, wenn du es reinkantest, okay? Leute, wir gehen rein gegen Hajduk Split. Zeig mal, was du hast hier. Ja, ich zeig dir mal. Schöne Bronze-Spieler. Kobel. Oh, ja, super geil, Verteidigung, Bronze. Ja, 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 Gold und Bronze. Geil, wir gehen rein. Let's go. Geil, auf die Torwart-Tore. Wo ist er? Da ist er, der Gulasch. Was kann er so am Ball? Oha! Oha! Mashallah! Okay, komm. Guck dir das an. Voll der Macher. Wenn ich so Mann denke. Mit Bruder Ante. Ich hoffe, du machst ein Fallrückzieher mit ihm. Drei Tore. Schon geil. Gulasch, ab ins Strafraum. Da ist er. Gulasch. Ich frage mich, wie geht es eigentlich, dass er ein Freiwilligkeit hat dieses Jahr? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Nein, nein. Er hat viel zu spät. Oh, oh, das war voll gut. Oh. Nein. Gulasch. Das ist halt so krass, weil ein Torwart-Tor kann alles verändern. Auf einmal liegst du mit zwei Toren hinten und so eine Scheiße. Ja? Ja? Halt's Maul! Halt's Maul! Ja, ja. Ah! Oh Gott! Und du sagst es auch noch gerade. Oh Gott, Manu, ich danke dir. Ach, Manu, Mann. Klatsch! Stark, Kulaschi! Guter Klatscher! Und jetzt schrumpf dich hoch! Wow! Wow! Nein! Wie er sich hochschraubt! Wie er sich hochschraubt! Was geht denn bei dem ab? Er ist der Beste! Er ist der Beste! Vor allem in dem FIFA-Teil kassiert man keine Kopfballtore eigentlich. Weiß ich, also wirklich. Er ist der Beste. Er ist ja wirklich der Beste. Und lauf in die Box. Lauf in die Box und mach's nochmal. Mach's nochmal! Oh, oh mein Gott! Oh, okay. Oh mein Gott! Hey, wenn der reingegangen wäre, ich hätte einfach Account löschen können. Scheiße, ach du Scheiße. Heilige Mutter Mariah. Hey, Ref! Schön, schön. Ja, nein, ja, Referee! Ja. Was kriege ich, wenn ich ihn mit Gulaschi reinmache? Elf Freistoßblitze so. Drei Tore kriegst du. Drei Tore, wenn ich ihn reinmache mit ihm. Ja. Drei Tore. Himmel donnert's wie ein. Oh, mein Digga, jetzt, Bro, jetzt was ist da los? Der ist auf Crack, dein Torwart, ich schwöre. Das ist nicht normal. Ja. Du hättest mir so mein Leben genommen gerade. Nein! Er kann nur die Schwierigen. Gulaschi, wohin? Nein, das ist der Falsche. Ey, aber der kann wirklich nur die Schwierigen. Wenn er so open vorm Tor steht, Junge, der läuft auf einmal bis nach Simbabwe. Ja. Nein! Nein! Griezmann! Du bist ein Idiot! Digga, der ist ja so lost!
Digga, ich sag's, die Haare sind. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Nein, Mann, ah, das war die ja. Drehung. Oh, fuck. Ja. Zweites Cut. GG's. GG's. Digga, also in-game ey, Gulaschi ist so geil. Ihr müsst euch den erspielen. Boah, ich hab selten so viel Spaß bei FIFA-Spielen gehabt. Das ist ja mies geil, Digga. Alter, geil. Gulaschi, bester Mann. Okay, ich bin in deinem Kopf. Du kannst abstoßen. Ich habe umgestellt, Leute, ich habe Angst. Ich habe einen Bellingham, der kostet, glaube ich, 400, 500k. Lucio wäre Katastrophe. Puskas und Griezmann, der Rote, auch cool, aber der war schlecht im Game, Alter. Ich nehme beide Innenverteidiger. Oh. Damit kann ich sehr gut leben. Ich habe überlegt, Lucio nicht umzustellen. Der ist im Tor, aber Innenverteidiger ist Kobel in Form. Den stoße ich so ab, Freunde. Und Manuel Neuer, ich glaube, das juckt euch nicht. Kannst du auch so abstoßen, ja. Schade. Schade. Scheiße. Glück gehabt, Alter. Aber hat jemand Bock gemacht? Das war ein sehr ja, geiles Bock Team. Freunde, lasst ein Like da. Wir nehmen bei Toto auch noch ein SBB auf. Checkt das auf jeden Fall ab. Schreibt rein, wenn ihr mehr solcher Fun-SBBs sehen wollt. Junge, das hat so Spaß gemacht. Ja. Du lachst die beste Mann. Freunde, wir sehen uns bei dem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut. Heidi Team.